Barakallahu fikum, der Bruder sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat Shuara gesagt, die Shuara, das wären die Dichter, werden von Leuten, die geirrt sind, gefolgt. Heißt das, dass Gedicht und Dichten verboten ist? Nein. Barakallahu fikum, Gedicht oder Dichten ist nicht verboten. Was verboten ist, passt auf, es gibt Gedicht, das ruft zum Guten. Es gibt kein Schirk dabei, kein Kufr dabei. Es gibt keinen Aufruf zu Sünden dabei. Es gibt nicht etwas, was sittenwidrig dabei ist. Da kein Problem. Aber so sollte man nicht übertreiben und nicht viel machen in der Moschee. Und es gibt aber Gedicht, es wird zu Schirk aufgerufen, es wird zu Kufr aufgerufen oder es wird zu schlechten, zu Sünden aufgerufen in diesem Gedicht oder sittenwidrige Themen oder etwas, was ohne Erziehung ist, dann sollte man, dann darf man das nicht. Es gibt aber ein Gedicht Weisheit manchmal und das ist schön manchmal. Aber natürlich, der Muslim sollte mehr Koran lernen, aber da kann man nicht sagen, Dichten oder Gedicht ist verboten. Außer wenn das mit verbotenen Dingen verbunden ist. Aber allgemein ist es halal. Der Prophet sallam, hat selber einen Dichter gehabt, das ist Hassan ibn Thabit oder Abdullah ibn Rawaha. Die haben auch, barakallahu fikum, gedichtet. رضوان الله عليهما والله أعلم نعم